Hallo und bienvenue in diesem Video über die Burrito-Methode. Und zwar, was ist es? Die Burrito-Methode ist eine Technik, um eine schöne Verarbeitung zu vereinfachen. Also, es geht darum, sowas zu nähen, eine Passe. Also das kannst du für andere Sachen wahrscheinlich verwenden auch, aber hier in dem Fall kann ich dir das beim Blazer Sable zeigen. Hier oben ist eine Schulterpasse und das liegt doppelt und es wird von außen schön aussehen und von innen, und damit mit schön meine ich keine sichtbare Nahtzugabe. Das heißt, mein Rückenteil hier wird zwischen diesen zwei Schulterpassen Schnittteile eingefasst. Und da das hier ganz schmal ist, muss man den Rückenteil rollen wie ein Burrito, um das reinzukriegen zum Zusammennähen. Und dann wird es wieder gewendet. Das zeige ich dir an meiner Bluse Emma, was ich gerade nähe. Also Bluse oder Kleid Emma ist auch ein Schnittmuster, wo diese Methode verwendet wird. Das kann man auch nicht machen, wenn man möchte. Man kann es auch noch einfach lassen, indem man alle drei Schichten zusammennäht und danach die Nahtzugabe innen zu sehen ist. Ist aber kein Muss. Mit dieser Burrito-Methode kriegst du das ganz einfach hin. Hier habe ich meine zwei Schulterpasse innen und außen. Hier ist noch mein Rückenteil. Upsi. Ich möchte die Teile verbinden. Wie gesagt, man kann das so klassisch machen. Die könnte man behandeln, als wäre es ein Schnittteil. Und dann rechts auf rechts, alles auf einmal hier zusammennähen und umklappen. Dann haben wir hier auch eine Bluse mit einem Rückenteil, was verbunden ist. Aber dann haben wir innen drin die Nahtzugabe, die sichtbar ist. Das möchten wir jetzt in diesem Fall nicht. Und so machen wir das. Und zwar lege ich hier die zwei Teile auseinander. So. Das funktioniert mit so einem Stoff, Viskose, natürlich ein bisschen leichter und einfacher, weil der Stoff so schön weich ist. Das ist bei steifen Stoffen ein bisschen komplizierter. So, aber das geht trotzdem. Also hier, meine Außenpasse ist da. Und hier mein Rückenteil, Schnittteil, das muss drauflegen. Also die zwei Kanten kommen zusammen. Und dann lege ich die schön aufeinander. So. Und jetzt muss aber meine Innenpasse auch hier drauf, aber da ist viel Stoff dazwischen. Und jetzt kommt die Geschichte mit dem Burrito. Und zwar, damit hier nicht zu viel los ist, werde ich das zusammenrollen. Also lege ich das so, dass hier noch genug Platz ist zum Zusammenstecken. Das werde ich nachher akkurat aufeinander bringen. Aber erstmal möchte ich hier diese Mehrweite bisschen reduzieren, indem ich das so zusammenrolle, dass es so klein wie möglich wird. Und somit kann ich viel einfacher meine Innenpasse hier drüber legen. So, noch passen die Enden nicht aufeinander und so weiter und so fort, aber das werde ich jetzt beim Stecken beachten. Die Burrito-Methode geht es einfach nur darum, wie ich hier Platz schaffe, um das Ganze hier wieder aufeinander zu bringen. Und so ist es schon, somit ist es schon geschafft, indem ich das zusammengerollt habe. Und vorhin habe ich auch die Vorderteile, die mich auch stören, kann ich auch erstmal ein bisschen so zusammenrollen. So zur Seite, da stören sie nicht. Das mache ich dann auf der anderen Seite auch. Und wie gesagt, je nach Stoff ist es einfacher oder schwieriger. Aber mit dem Rollen hast du schon sehr, sehr viel, mehr Freiheit und sehr viel erreicht, um Platz zu schaffen. Und dann kann ich ganz wie gewohnt klassisch stecken.
Markierungen auf Markierungen, Enden auf Enden. Und meine Dreikanten sollen bündig sein. So, entweder mit Stoffklammer oder mit Stecknadeln. Je nachdem, wie viel Platz du drin hast, sind vielleicht die Stoffklammer sinnvoller. Jetzt bei dem Teil mit dem Stoff sind Stecknadeln auch okay. Ah ja, noch eine Sache, was du machen kannst übrigens. Diese Rolle hier, die kannst du auch an einem Ende hier dir zur Seite stecken, damit sie nicht auch wieder hier Richtung Kante rutscht. Das ist auch ganz praktisch. Aber nicht überall, sonst hast du nachher beim Wenden ein bisschen Schwierigkeiten. So, also du steckst das Ganze und dann nähst du das und dann zeige ich dir gleich, also ich nähe das jetzt noch schnell und dann zeige ich dir gleich, wie man es wendet. So, ich habe jetzt zusammengenäht, hier mit dem Zentimeter Nahtzugabe, habe natürlich dabei immer darauf geachtet, dass der Zentimeter überall bei allen drei Stoffschichten behalten wird, also aufgepasst natürlich, das muss gleichmäßig werden. Dann kann ich, damit es nachher beim Wenden nicht so eine dicke Stelle ist, kann ich hier ein Stück von der Nahtzugabe noch zurückschneiden. Ist kein Muss, aber sieht meistens schöner aus, wird glatter. Genau, das kann man noch machen. Also eine, nicht alle drei Lagen, sondern eine oder zwei Lagen noch um die Hälfte zurückschneiden. Und dann wird gewendet. So. Zum Wenden, also hier ist meine Naht und hier ist mein Burrito. Hier das zusammengerollte. Hier war noch eine Nadel, die kann ich jetzt schon raustun oder sollte ich eh. Und dann ziehe ich das Ganze durch diesen Art Tunnel, was die Schulterpasse jetzt bildet. Ziehen, ziehen, ziehen. Und dann übrigens habe ich auch noch mein Vorderteil hier, was auch noch einmal, also eine von den zwei Stück Vorderteil, was auch noch mal durch muss, durch den Tunnel, damit es auf die richtige Seite kommt. So, und jetzt habe ich tatsächlich meinen Rückenteil eingefasst zwischen außen Schulterpasse und innen Schulterpasse. Und hier siehst du keine Nahtzugabe zu sehen. Die ist nämlich hier und wird versteckt, muss nicht versäubert werden. Ne? So. Das ist jetzt schön eingefasst und es sieht super sauber aus von innen und von außen. Und das war's schon. Viel Spaß beim Nachmachen. Ciao!